arbeite hier zu Hause auf dem Betrieb, weil mein Vater früher schon den Betrieb von meinem Opa übernommen hat. Und ich habe zwei ältere Brüder, die auch beide kein Interesse an der Landwirtschaft haben. Und ich hatte es eigentlich schon seit dem Kindergarten, bin ich schon immer zwischen den Tieren, zwischen den Kühen. Und mir macht das einfach unheimlich Spaß, mit den Kühen zusammenzuarbeiten. Und deshalb war für mich auch schon immer klar, dass ich Landwirtin werden möchte. Viele, die einfach fragen, wie als Frau machst du das und warum überhaupt Landwirtin und wie kommst du überhaupt darauf? Und ich dann erzähle, dass man, dass ich da schon mein Leben lang Spaß dran habe oder dass ich das sogar eine Ausbildung gemacht habe. Und das ist für mich einfach so glasklar, aber für viele einfach auch nicht verständlich. Und ich denke mir auch, klar, hat man als Frau vielleicht irgendwo da mal ein paar körperliche Belastungen mehr als jetzt Männer in meinem Beruf hätten. Mir macht es Spaß und ich glaube, da können wir ganz gut mit unseren Berufskollegen mithalten. Ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass es nicht weitergeht, weil ich einfach sage, so, ich meine, klar sind momentan die Preise schlecht, die Preise sind für Milch, sind die Preise schlecht, die Schweinepreise sind schlecht, es sind so viele Sachen, die jetzt eigentlich ja nicht optimal sind, aber ich sage andersrum, es geht halt auch meiner Meinung nach immer wieder bergauf und ich für mich sehe einfach, das ist meine Zukunft, das ist mein Traumberuf und ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen. In Zukunft möchten wir gerne noch ein bisschen den Stall ein bisschen erweitern. Wir bauen zurzeit einen Stall für 120 Milchkühe und zwei Roboter. Vor dieser Erweiterung Fahrsilos gebaut vom Bosch Beton, um einfach das Futter gut lagern zu können, um die Qualität des Futters hochhalten zu können, um dann schon möglichst optimal in den, ja, mit dem neuen Stall beginnen zu können, neu zu starten. Denkt über so viele Dinge nach, auch mit den Fahrsilos, kommen die in die eine Richtung, in die andere Richtung, wie widern die sich optimal in den Betrieb ein, gerade wo jetzt der Stall halt noch nicht stand, als wir die Silos gebaut haben. Nicht ganz so einfach, haben aber gute Unterstützung bekommen. Und dann zum Beispiel Silobreiten und Wandhöhen bestimmen zu können. Da hat uns Bosch Beton auch sehr gut geholfen und da sind wir jetzt eigentlich, bisher sind wir ganz gut zufrieden und wir hoffen, dass wir es auch weiterhin sind.